sitzt oder wer weiß wo mit dem Handy oder im Auto. Wir begrüßen euch zu unserem kleinen Privatkonzert. Der Jens am Bass, der Tom an der Gitarre, ich jetzt beim ersten Stück an der Djembe, Sven, entschuldige, hör nicht so gut hin. Und wir fangen mal direkt mit einem ersten Stück an, das heißt Love und ist aus der Feder von Tom. Das haben wir das erste Mal gespielt 2017 bei unseren lieben Freunden Diedl und Gracie und mit der Sofa Connection. Das ist unsere Lieblings-Reggae-Band und das fand sehr viel Anklang und das spielen wir jetzt als erstes für euch. Thank you.
war schön. Ja, jetzt ist die erste Aufregung auch schon mal ein bisschen weg. Für uns ist das ja auch so eine Premiere heute hier mit diesem Livestream. Dank Pascha Fuchs können wir das jetzt hier heute schön machen. Und ja, das war Love von Tom. Sehr bezaubernd. Und für die Experten, also diese Gitarre, die der Tom auf den Knien gerade liegend gespielt hat, das ist eine Square-Neck-Resonator-Gitarre. Aber der Oberbegriff dafür nennt sich auch dann Dobro, ne? Damit man das auch mal weiß. Kann man sich auch besser merken, ne? Genau. So, wir kommen zum nächsten Stück. Und zwar eine von Toms großen Lieblingsbands ist die Band Wilco mit dem tollen Sänger und Songwriter Jeff Tweedy. Von denen spielen wir jetzt ein Stück, das heißt Either Way. Unser Englisch-Experte, Either Way. So oder so, ne? So oder so ist das Leben, genau, da wären wir jetzt bei einem anderen Stück. Genau, also ein Lied über die Gelassenheit, genau. Und als kleines Quiz, Tom ist ja der große Wilco-Fan und hat ganz viele Schallplatten zu Hause. Und was meinst du denn, wie viele Platten die seit 1994 schon gemacht haben? Ich jetzt? Ja, du hast ja ganz viele zu Hause im Schrank. Moment. Zwischen Musik? Ich sag mal so 10. Schätz mal. 10, schätze ich. Also und LPs, du? Alben. Alben. Ja. Ich bin ja jetzt Klugscheißer, ich habe ja geguckt. Also die Band hat seit 1994 hat die schon, ich muss hier umbauen, seit 1994 hat die schon 17 Platten veröffentlicht. Ja. Ja, und Jazzkantine? Bestimmt auch, ne? Noch nicht ganz vielleicht, nicht ganz. Okay, also genießt Either Way. Ich muss umblättern. Wir fangen schon mal ein bisschen an, ne? Ja, fangen wir. Ja. Sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. Way.
Either way. So oder so. Wir gehen mal weiter. Jetzt kommen wir zu einem Stück in Deutsch. Es nennt sich Staub und Gold, ist von dem Jahr, aus dem Jahre 2014 von der Band Kit Kopphausen. Und zum einen halt der Giesbert zu Kniephausen und den anderen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Kit Kopphausen ist die Band. Nils Kopbruch, richtig. Also der hat den Text geschrieben und das ist unter der Band Kit Kopphausen erschienen. Genau. Und das nennt sich Staub und Gold. So, jetzt muss ich auch noch mal eben gucken. Mache ich kein Solo, oder? Mache ich dann Solo? Nee, dann mache ich kein Solo. Da gibt's jetzt mal gleich ein schönes Bass-Solo. Ne, Jens? Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, Stimmen muss sein. Ja. Cappuccino, Capodasta. Ich warte auf einen Regen, der besonders ist, der alles wieder neu macht und den ganzen Schmutz wegwäscht. Ein Regen, der das wegspült, was ich auf der Seele hab. Ich warte auf diesen Regen und dann wasche ich alles ab. In diesen Regen stell ich mich und da bleib ich dann bis Aussicht wieder klarer und der Himmel blauer ist, dann wasch ich alles los, alles los, alles los, was ich mir aufgeladen hab. Ich wasch es alles ab. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schall. Und die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Und die ich vergessen will, sollen mir dafür verzeihen. Wir stolpern durch die Gegend, wir fallen, wir stehen auf. Wir greifen nach den Sternen und retten doch nur unsere Haut. Wir rennen und irgendetwas jagt uns nach. Das, was man mich sehen lässt, ist nur scheinbar. Und vielleicht sind selbst die Lügen nicht echt. Wer nicht lügen kann, der schweigt. Wir trennen unsere Wege sich. Die Zeit wird mir zu knapp. Ich muss raus, raus, raus in den Regen. Und dann wasch ich alles ab. Ich wasch alles ab, 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 ab. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schall. Und die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Und die ich vergessen will, sollen mir dafür verzeihen. Thank you.
aus Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schall. Und die, die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Staub und Gold, so ist es. Und es war ja sogar auch noch ein Gitarrensolo drin. Und noch Bass. Aber wenn man im Trio spielt, ist ja sowieso jeder Solist oder Solistin. Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die jazzige Richtung. Wir machen jetzt einen Sprung von, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es mir aufgeschrieben. Der Nachfolgetitel sozusagen von Here is, oder this is, here is, this here, ne? Genau. Von dem großartigen Jazzpianisten Bobby Timmons. Richtig, Bobby Timmons. Wow. Und in welcher Band? Ist ja wie Schule hier, genau. Ja, da gibt es ja auch Online-Unterricht, ne? Genau. Und in welcher Band hat der gespielt, der Bobby Timmons? Ja. Wahrscheinlich Jazz Messenger. Bei Art Blakey's Jazz Messengers. Es gibt leider heute keinen Preis, Jens, aber es ist die Ehre, ne? Genau, also von Bobby Timmons, das Stück Dead Deer. Und das wurde auch nochmal später aufgenommen von Ricky Lee Jones auf der Platte Pop Pop aus dem Jahre 1991. Eine wunderschöne Platte. Also mit der habe ich auch so ein bisschen das Singen gelernt, wobei die auch viel höher singt als ich, aber das war schon sehr cool. Also nur zu empfehlen, Art Blakey sowieso und Ricky Lee Jones auch ganz großartig. Ich besorge mir jetzt mal meine Noten. Da sind sie. Ohne Brille. Ah. So. Fängt an.
Michi und Carsten, das war jetzt für euch, ne? Das dir. Alles klar. Wir gehen weiter. Wir bleiben beim Jazz und spielen ein Jahr. Genau, jetzt weiß ich auch wieder. Das hier war nämlich von 1960. Wir gehen noch 2 Jahre zurück. Ja, ja, voll die Klugscheißerin. Ich nehme das Tenorsaxophon. Das Motto auch. Ja, mal so ein T-Shirt, aber gibt's bestimmt schon. Ja. Genau. Voll die Klugscheißerin. Ja, da kommt jetzt kein Quiz. Wobei, man könnte jetzt mal fragen, welchem Interpreten kennt man vielleicht Centerpiece? Ich könnte jetzt auch die Privatgeschichte von Tom und mir erzählen, dass das so das erste Stück war, mit dem wir uns so ein bisschen angenähert haben. Aber das interessiert ja sowieso keinen. Also, Joni Mitchell hat das auch gesungen. Und zwar mit dem tollen, wie hieß er noch? Der große Meister im Jazz, der mit Joni Mitchell zusammengearbeitet hat. Wer hat das Stück mitgespielt? Ich glaube schon. Sag mal ein paar. Nee, der auch den Platten gemacht hat. Mit dem sie doch auch so eine Jazzplatte gemacht hat. Joni Mitchell. Ne? Weiß ich jetzt nicht. Nee, mir fällt es jetzt auch nicht ein. Auf jeden Fall gibt es auch eine wunderbare Aufnahme von Van Morrison dazu. Und das Stück ist von Harry Edison und John Hendricks, wollte ich nur mal sagen. Ne? Genau. Ja, so ein großartiger Big Band-Leiter. So eine moderne Big Band. Bassist, weiß ich auch nicht mehr. Gut, wir spielen Centerpiece. Ja, da liegt es. 4 vorweg? Nee. Ja. Tempo? Okay. I'm with you, pretty baby. The more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never leave. Cause nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. We'll buy a house with gardens. Cottage on the outskirts where we can really find relief. Cause nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. Thank you.
jetzt das Solo spiele. Mir ist denn nämlich der Name eingefallen. Es war Charles Mingus. Charles Mingus. So. Ich würde klatschen, aber wir sind ja die Band.
Wir sind ja die, genau. Die Hände sind gebunden. Die Vögel haben auch schon aufgehört zu zwitschern. Ja, vielleicht können wir sie ja mit dem nächsten Stück wieder so ein bisschen noch mehr erweichen. Und zwar ist das nämlich, boah, es ist echt sehr trocken hier oben. Tut mir ja leid. Ein wunderbarer Mensch, glaube ich, so was man von ihm aus der ganzen Medienwelt, also aus dem Fernsehen so mitgekriegt hat. Ein toller Singer-Songwriter, ich glaube, er wohnt oder kommt aus Göttingen. Und ich meine, unser lieber Freund und auch Mitspieler schon, Stefan Emich, hat schon mal bei dem mitgespielt. Ja, der war mit dem sogar auf Tour. Und es geht um Gregor Meile. Und im Jahre 2014 hat Gregor Meile nämlich dieses nächste Stück geschrieben. Und das hat uns sofort total geflasht, wo wir uns dran gesetzt haben und das dann auch jetzt mit in unser Programm aufgenommen haben. Es nennt sich »Hier spricht dein Herz«. Hier spricht dein Herz.
Schön gelächelt, Tom. Ja. Jens auch. Ach, habt ihr ein schönes Lächeln. Ja, genau. Das Lächeln sollte man nie vergessen, egal in was für Zeiten. So, und jetzt spielen wir ein Stück. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben hier hinten ja auch noch ein bisschen dekoriert. Ne? Der ein oder andere mag es noch kennen, dieses Format. Also es ist kein Poster, sondern das kann man sogar, da kann man sogar was aufziehen. Da sind ganz viele Fotos drauf. Ich erzähle das, weil die kann man nämlich erwerben. Wir haben da noch ein paar von im Schrank. So, da ist die Kamera, bitteschön. Da ist dann der Stefan Emich drauf. Der Jens ist da drauf. Stöckchen ist drauf. Und noch viele andere. Der Arne ist da mit drauf. Der Cap ist da mit drauf. Der Ingo ist da mit drauf. Und die haben nämlich alle mitgemacht bei dieser Schallplatte. Da sind zwar nur zwei Menschen drauf, aber im Endeffekt waren das noch mehr als da sogar. Da sind Tom und ich, da steht viel Text drauf, also man kann, da ist auch eine Schallplatte drin. Für die Kleinen unter uns, die nur noch MP3s hören, so sieht das Ganze nämlich aus. Tolle Lieder, die Arbeit von 4 Jahren. 2016 war sie dann fertig. Und es sind schöne deutsche Songs drauf. Den Song, den die beiden hier schon anspielen, der ist da nämlich auch drauf. Der nennt sich Keine Grenzen. Und wenn ihr Schallplattenliebhaber seid, wir haben natürlich auch CDs, aber wenn ihr Schallplattenliebhaber seid, meldet euch bei mir, bei Tom, bei Jens. Ist ja ein privates Freundschaftskonzert. Und der Song ist von Benji. Ein Rapper aus Hannover. Und die Jazzkantine hat den Song nämlich auch schon aufgenommen. Und wie gesagt, er heißt Keine Grenzen. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an. Was? Spannungsbogen, ist klar. Jetzt geht's los. Tausend Namen für tausende Gesichter und im Kern das gleiche Ding. Manche lieben sehr cool, andere weit härter. So verschieden und doch das gleiche Ding. Musik von überall wird überall gehört. Musik kennt keine Grenzen, nichts ihre Schönheit stört. Jeder singt sein Lied, so wie es ihm gefällt. Musik in allen Farben für die Buntheit dieser Welt. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Tausende von Liedern, tausende von Stilen, Instrumente jeder Art. Schon lange Zeiten ist Musik sich am Verbreiten, schon seit dem ersten Tag drehen wir uns zum Beat dieser unserer Welt, die uns mit diesem Rhythmus stets am Leben hält. Hören die Melodie und was sie uns erzählt. Musik gibt immer viel, auch wenn einem gar nichts fehlt. Mit, wenn ihr wollt, jeder ist willkommen. Egal woher ihr seid, jeder wird mitgenommen. Ob mit Tabla oder Conga, Schlagzeug oder Computer, ziehen wir zusammen. Denn bei Musik gibt's keine Gegner. Spür die Bewegung, denn es geht schon los. Der Musikzug rollt und der ist riesig groß. Hier ist für jeden was frei, ein Platz, der ihm gefällt. Dieser Zug hält niemals an und er fährt um die Welt. Thank you.
tanzen auf dem Beat durch Zeit und Raum. Was Schöneres gibt es für mich selber kaum. Hier die Melodie, da der Bass. Die Harmonie bringt dann erst noch richtig Spaß. Freunde von Jazz, von Klassik und Hip-Hop und Reggae und Soca und anderen Facetten feiern wir zusammen ein Fest. Es gibt keine Schranken, keiner bleibt hier außen vor, nicht die Alten, nicht die Kranken. Spür die Bewegung, denn es geht schon los. Der Musikzug rollt, der ist riesig groß. Hier ist für jeden was frei, ein Platz, der ihm gefällt. Dieser Zug hält niemals an und er fährt um die Welt. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Musik kennt keine Grenzen, ist nämlich auf der Schallplatte da drauf. Und auch noch Der Mond ist aufgegangen und noch ganz viele andere schöne Lieder. Ja, da sind wir nämlich noch nicht so modern, dass man das direkt bei iTunes runterladen kann. Also wir sind da noch mehr so, dass man was in der Hand hat. Eine entweder Vinyl oder eine sehr schöne CD mit einem schönen Büchlein dabei, wo man immer schön blättern kann und Bilder gucken. Jens hat auch mitgemacht. Das muss man ja mal dazu sagen. Außerdem würden wir jetzt ja eigentlich schon unser letztes Stück spielen, aber ich glaube, es ist noch nicht das letzte. Also es ist so, es kommt so von oben irgendwie so schon dieses, ach nee, schon letztes Stück. Aber dann sind es wirklich jetzt nur noch zwei Stücke. Wenn ihr auch Lust habt. Ja. Schön, Jens auch, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ja, genau. Genau, weil wir arbeiten jetzt ja nicht nach Stechuhr und jetzt sind 60 Minuten um. Aber es ist ja dann nur ein bisschen drüber. Ja, und schauen wir mal, was das für eine Resonanz bekommt. Also uns macht es auf jeden Fall doch irgendwie ganz gut Spaß. Und Pascha, ich hoffe dir auch. Genau. Auch ein von uns abgefeiertes Stück. Von der Text oder die Ursprungsversion ist von Rio Reiser. Und so Anfang der 90er gab es dann nochmal eine neue Version von Freundeskreis, Max Herre. Und wir haben das auch schon oft mit der Sofa-Connection gespielt.
Und das spielen wir jetzt. Und das heißt, halt dich an deiner Liebe fest. Jetzt muss ich nur noch mal wissen, welche Tonart das war. Sonst spiele ich gleich einen falschen Ton. Ja gut, das war richtig. Das war schon mal schön. Ich habe jetzt gar keine Quizfrage mehr gestellt, ne? Aber Charles Mingus war's. Der hat doch mit Joni Mitchell mal eine Platte gemacht. Das stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Centerpiece drauf war. Ich glaube eher nicht. Ne? Nee. Aber mit Jazz auch war das. Ja. Von Mingus dabei. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade ein Zeichen gekriegt. Soll ich noch was erzählen? Möchtet ihr noch was erzählen? Was soll ich denn mal erzählen? Ach so, ein Tempo. Welches Zeichen? Ach so, genau. Gerade ist nämlich unser Aufnahmeleiter einfach mal abgehauen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Hoffentlich kommt der mal wieder. Ja. Wir können ja auch noch ein bisschen reden. Regie. Also nochmal zu unserer schönen Schallplatte. Wie gesagt, da ist auch noch so ein, zwei Kisten haben wir noch zu Hause stehen. Ihr müsst natürlich schnell sein, weil die sind dann auch schnell weg. Aber jeder, der sich mit uns in Verbindung setzt, ob per E-Mail oder WhatsApp oder ein postalisch. Postkarte senden, hallo, wir möchten gerne die Musik von euch kaufen, ist auch nicht so teuer. Es ist, wie gesagt, da stecken 4 Jahre Arbeit drin. Ne? Und jetzt ist der Aufnahmeleiter schon wieder da. Genau, der Pascha Fuchs. Und wir spielen jetzt Halt dich an deiner Liebe fest und das gilt für euch alle. So. Und das ist in A. Ja, ja, jetzt weiß ich's. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, du wachst nachts auf aus deinen Träumen, da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest. Du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht längst gebucht und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich fest, halt an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest. Wenn im Juli die Sonne durch dein Fenster knallt, die Schatten werden schon länger und du riechst den Asphalt, wartest auf das Gewitter, was die Seele kühlt, weil du glaubst, dass der Regen deinen Schmerz wegspült. Träumst von nassen Füßen in nassem Rinnstein und denkst an früher und willst wieder Kind sein. Wenn du so alleine stehst, fühlst du, wirst durchnässt. Halt dich an deiner Liebe fest. Thank you.
wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie's weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt an deiner Liebe fest. Nächstes Mal war ich so spät. Ja, im Backing-Chor, Tom Bennecke. Yes, yes, yes. Oder die machen, im Orchester machen sie immer so, ne? Genau. Ja, also ihr könnt ja für euch zu Hause auch klatschen. Oder mal so die Rakete machen oder so, ne? Wir kriegen das schon irgendwie mit. Genau. Ja, also bevor wir jetzt das letzte Stück spielen, weil dann ist nämlich auch mit meiner elendigen Quatscherei mal wieder vorbei. Das nächste Stück lassen wir wirklich schön ausklingen. Und bevor ich euch noch einen ganz schönen Abend wünsche, stelle ich noch mal einmal die Band vor. Also Jens kenne ich schon Jahre. Ich kenne dich länger als Tom, glaube ich sogar. Ne? Bestimmt. Ich habe dich damals schon, da war ich noch in der Schulzeit, war ich mit meiner Schwester im Bunker in Bielefeld. Da hast du schon auf der Session gespielt. Könnte sein, ne? Ja, genau. Ja. Ja, sicher. Abi 93. Jens hat Abi 90. Gut, also Jens, vielen Dank, dass du das alles so mitgemacht hast. Echt. So, genau. Ja, auch vielen Dank an unseren Aufnahmeleiter, der sich jetzt hier schon 4 Tage eingenistet hat, weil ihr wisst ja vielleicht nicht, wo wir hier gerade sind. Wir sind nämlich oben, das ist direkt die Fläche auf dem Dachboden über meiner eigenen Wohnung. Ja, und die ist auch immer gerne für Sessions in normalen Zeiten, das ist ja jetzt gerade nicht so, aber in normalen Zeiten ist dieser Raum ja auch gerne mal belebt. Und jetzt haben wir mal so ein kleines Fernsehstudio rausgemacht. Genau. Dennis, auch vielen Dank an dich. Und ja, zu meiner Rechten, mein Liebster, vielen Dank, dass du das auch mitgemacht hast. Den weiten Weg vor Braunschweig nach Dortmund, ne? Mit dem Auto ganz alleine. Ja, das ist schon toll. Ja, ich freue mich, dass das alles so schön geklappt hat. Ich habe auch meine Texte richtig gesungen. Ich hatte nicht so viele falsche Töne beim Saxophon. Und wir verabschieden uns und wünschen euch, bleibt gesund und bleibt gut drauf. Und genießt jetzt den Sommer, nehmt Rücksicht aufeinander und kauft ruhig unsere Platte. Wir verabschieden uns mit dem schönen Stück In a Silent Way von Miles Davis.
Thank you.
Das war's von uns. Yes. Jetzt habe ich auch Kreislauf.